Der Tempel des Balthasar ist mit das längste Tempel-Event, vor allen Dingen wegen der Pre-Quests, die sich auch über die gesamte Karte Meerenge der Verwüstung ziehen. Und zwar müssen hier drei Invasionstruppen beschützt werden, die von Ost nach West zur Wegmarke Sammelpunkt unterwegs sind. Mindestens eine dieser drei Invasionstruppen muss es auch zur Wegmarke Sammelpunkt schaffen, damit das Hauptevent starten kann. Die einzelnen Pre-Quest-Ketten haben auch eine unterschiedliche Schwierigkeit. Die einfachste Invasionskette ist auf jeden Fall die südliche. Die kann man eigentlich fast alleine machen. Nur am Ende wird es vielleicht ein ganz klein bisschen schwieriger, aber zu zweit sollte das kein Problem sein. Wir gehen die jetzt alle nochmal im Schnelldurchlauf durch und gucken uns die mal an. Hier, das ist dieses südliche Event. Das startet hier unten bei der Wegmarke und da geht es im Grunde erstmal nur darum, diese Trebuchets aufzubauen und zu verteidigen. Nichts wahnsinnig Schwieriges, dann geht's weiter. Wir müssen die Agentin beschützen und zum nächsten Punkt bringen. Da muss einer dieser großen Kreise eingenommen und verteidigt werden. Dann geht's weiter. Da müssen wir diesen Waffentransport bis zur zweiten Brücke begleiten. Das ist hier. Dann muss an der Stelle das Tor aufgesprengt werden. Und von da an geht es eigentlich im Grunde direkt auf die Wegmarke Sammelpunkt zu. Wobei man sich natürlich noch durch Horden von Gegnern kämpfen muss. Bei der zentralen Invasion, die hier im Fort Trinity startet, geht es darum, diese Mega-Laser an dieser Position erst aufzubauen, dann zu verteidigen. Dann ist das Event irgendwie erstmal beendet und man fragt sich, wo geht's eigentlich weiter? Es geht in den stygischen Tiefen weiter und die befinden sich hier auf dieser Insel. Das ist diese Sehenswürdigkeit. Da gilt es dann, einige dieser Kanonentürme zu zerstören und dann jede Menge Horden von Kreiz zu vernichten. Das ist nicht ganz so einfach. Da ist man schon mit ein paar Leuten mehr nicht schlecht beraten. Was danach noch folgt, was in dem Video nicht zu sehen ist, ist, dass dann noch eine Anlegestelle verteidigt werden muss und auch danach geht es direkt weiter zum Sammelpunkt. Die nördliche Invasion startet hier oben auf dieser Insel und auch hier ist erstmal dieser Kreis einzunehmen und zu verteidigen. Wenn das erledigt ist, tauchen 5 U-Boote auf. Und der Kampf verlagert sich ins Wasser. Es müssen nämlich sowohl diese 5 U-Boote verteidigt, als auch das gegnerische U-Boot angegriffen werden. Und da ist man alleine schon aufgeschmissen. Da wären schon 5-6 Leute nicht verkehrt. Ist das Ganze erledigt, geht es zur Anlegestelle hier. Und auch hier muss wieder die Anlegestelle eingenommen werden. Und auch danach kämpft man sich im Grunde zur Wegmarke Sammelpunkt durch. Das wirkt hier in der Zusammenfassung alles recht kurz, kann aber auch ganz schön lange dauern, wenn man nicht so viel Feuerkraft dabei hat. Von hier aus geht es dann tatsächlich los. Hier warten übrigens diese einzelnen Invasionen. Man muss also nicht gleichzeitig hier ankommen, sondern erst wenn alle verfügbaren Invasionstruppen hier sind, geht's los. Sollten ein oder zwei Invasionen scheitern, geht es trotzdem los. Man kann also auch mit nur einer einzigen Invasionstruppe starten. Allerdings sinkt dann die Paktmoral in diesem Event schneller. Und das ist auch das, was hier zu tun ist. Man muss im Grunde diese Invasionstruppen, die angekommen sind, jetzt bis zum Tempel des Balthasar begleiten und verteidigen. Dabei sollte die Paktmoral auf keinen Fall sinken. Wie wir sehen, wir sind ja keine 50 Meter weit gekommen und die Paktmoral ist schon auf 2%. Das heißt, am Anfang waren auch nicht so viele Leute da. Ich bin auch erst später zugekommen, was man daran merkt, dass der Sound noch eine Ewigkeit braucht, um zu laden. Aber mit der Horde von Spielern, die jetzt da anwesend ist, ist es auch kein Problem mehr, sich durchzukämpfen. Man sollte halt nur frühzeitig die Gegner angreifen, damit die gar nicht erst an die Packtruppen herankommen. Retreat!
behave yourselves. Das Hauptevent zum Tempel des Balthasar läuft. Retreat! Save yourselves! Statues behind us. White Bunch. Eventreihe Tempel des Balthasars erfolgreich beendet.